Herzlich willkommen aus der Mittagspause in die nächste Runde unserer Keynotes. Und ich freue mich, dass wir jetzt nach Zürich reisen können, jedenfalls virtuell, zu Nina Bremm. Sie ist Professorin für Schulentwicklung und leitet die gleichnamige Forschungsstelle auch an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Und sie hat zurzeit zwei große Themen, einmal die Governance-Forschung und das Thema der Bildungsbenachteiligung. Und wenn wir an die Worte heute Vormittag denken, dann wissen wir, das ist ein großes Thema, auch gerade in den Großstädten wie Berlin und Hamburg. Aber auch in Brandenburg wird es Ecken geben, wo Bildungsbenachteiligung eine Rolle spielt. Und das wird auch das Schwerpunktthema Ihres Vortrags sein. Ich freue mich sehr jetzt auf Nina Bremm und bin gespannt, ob sie da ist. Und sag schon mal, grüezi wohl nach Zürich. Hallo, hallo nach Hamburg, in meine alte Heimat. Also ich bin, danke erstmal für die Einladung und Grüße in die Runde. Das ist für mich ganz komisch, weil ich überhaupt niemanden sehe. Aber ich hoffe, Sie sind wohl auf und haben die Mittagspause gut genutzt und können vielleicht ein bisschen was aus meinem Impuls heute mitnehmen. Ich werde ein bisschen was erzählen zum Fokus auf Bildungsbenachteiligung in Zeiten des Distanzlernens und habe dazu Befunde mitgebracht aus einer Studie, die wir während des Lockdowns, in der Schweiz gab es nur einen Lockdown, im Frühjahr 2020 durchgeführt haben. Und was aber interessant ist, ist, also ich werde einen Fokus legen auf die Befragungsdaten aus unserer Züricher Studie, was aber vielleicht auch für Deutschland und auch Österreich interessant ist. Wir haben eine ganz ähnliche Studie mit Kolleginnen auch in Österreich und auch in Deutschland beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Und dort haben wir ganz, ganz ähnliche Befunde auch erzielt. Das heißt also, die gleichen Muster, die sich in der Schweiz zeigen, obwohl ja dort die Rahmenbedingungen gerade auch für das digitale Lernen, die man kann eigentlich von einer Vollausstattung in den Familien ausgehen und auch die Schulen sind besser ausgestattet, als es in Deutschland der Fall ist, in Bezug auf das digitale Lernen, zeigen sich nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und in Österreich. Aber trotzdem werde ich heute meine Daten aus Zürich präsentieren. Erstmal zum Einstieg, von welcher Situation gehen wir denn aus, wenn wir über Bildungsbenachteiligung und das Fernlernen sprechen? Wir haben in Deutschland eine der größten Scheren zwischen den Leistungs-, also den Lernergebnissen von Schülerinnen und Schülern aus benachteiligten und privilegierten Haushalten, aus privilegierten und benachteiligten Familien. Im Schnitt PISA 2018 zeigt, dass das Kinder aus privilegierten Familien 113 Punkte mehr auf der Leseskala erreichen als Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien. Und das ist ein Rückstand von 2,5 Lernjahren. Und das ist natürlich extrem. Und wenn man es international nochmal vergleicht, ist es auch gerade, also in Bezug auf die Kinder aus benachteiligten Familien, ein Achievement, also ein Punktescore, den man vergleichen kann mit Indonesien, einem der schlechtest abschneidenden Länder im PISA-Kompetenztest. Und wir sehen auch, dass nur etwa 10% der Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Familien es ins obere, in die oberen 10% des Leistungs, der Leistungsbereiche schaffen. Und 9 von 10 Top-Performern, so nennt man die in den PISA-Studien, aus privilegierten Elternhäusern kommen. Das heißt also, wir haben in Deutschland eine sehr bedenkliche und auch nachdenklich stimmende Situation in Bezug auf Bildungsbenachteiligung. Soziale Benachteiligung schlägt sich in Bildungsbenachteiligung nieder und unsere Bildungsinstitutionen scheinen es nicht zu schaffen, das Ziel, was wir schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auf der Agenda der Politik, aber auch der Bildungsentwicklungsforschung und der Bildungsentwicklungslandschaft haben, Bildungsungleichheiten durch schulische beziehungsweise nicht nur schulische, sondern auch generell institutionelle Bildungsprozesse anzugleichen, dem rennen wir hinterher und es wird auch nicht besser. Was hat jetzt das Fernlernen gemacht in der Situation? Also wir sehen erstmal, dass die Diskurse in Bezug auf Bildungsbenachteiligung sehr stark dominiert waren auf antizipierte Ausstattungsmängel in Familien. Das heißt also, gerade im medialen Diskurs, aber auch im wissenschaftlichen Diskurs haben wir uns
gerade zu Beginn der Pandemie sehr, sehr stark damit beschäftigt, dass davon ausgegangen wurde, dass in den Familien die Rahmenbedingungen für das Fernlernen gerade in benachteiligten Familien nicht gegeben sind und auch die Unterstützung nicht. Wenn wir in die Daten kommen, lässt sich das nicht so eins zu eins halten. Wir haben sehr wohl tendenziell etwas schlechtere Ausstattungen in den Familien in Bezug auf Laptops oder auch andere digitale Endgeräte, aber die Unterschiede sind sehr, sehr gering. Das ist so im 5-8% Bereich. Das soll nicht heißen, dass es nicht für jede Schülerin und jeden Schüler, die keinen Zugang hatten zum digitalen Lernen, individuell eine fürchterliche Situation, auch eine katastrophale Situation darstellt. Aber die Unterschiede in den Ausstattungsverhältnissen und auch im Unterstützungsverhalten, wozu wir gar keine Daten haben, scheinen nicht so groß zu sein, wie der mediale Diskurs das im Endeffekt vermuten ließ. Wir sehen außerdem, dass die Ausstattungsverhältnisse in den Familien im internationalen Vergleich in Deutschland im oberen Drittel ist im Vergleich zu den anderen OECD-Staaten. Das heißt also, die familiären Ausstattungsverhältnisse sind im internationalen Vergleich eigentlich sehr gut. Und trotzdem sehen wir in der ICILS-Studie, das ist das PISA fürs digitale Lernen, Sie werden das sicherlich alle kennen, dass die Kompetenzunterschiede der Digital Divide zwischen benachteiligten und privilegierten Schülerinnen und Schülern in Deutschland so groß ist wie in kaum einem anderen Land. Und das lässt sich, wie die anderen Daten, auf die ich gerade Bezug genommen habe, die eigentlich von einer guten Ausstattungssituation in den Familien im Vergleich ausgehen können. Das lässt sich also durch die Ausstattungsverhältnisse in den Familien nicht erklären. Vielmehr müssen wir dahin schauen, was in Schulen passiert. Und da sehen wir, dass im OECD-Vergleich die Ausstattung fürs digitale Lernen in den Schulen im Vergleich mit den anderen OECD-Ländern auf einem der letzten Plätze ist. Das heißt also, die Diskussion um Ausstattungsmängel in den Familien, die war sicherlich für das Fernlernen angebracht, aber ich glaube, die eigentliche Diskussion, die wir führen müssen, ist, inwieweit unsere Schulen so ausgestattet sind, dass sie das digitale Lernen von allen Schülerinnen und Schülern eigentlich gut fördern können, aber auch nochmal, und das sehen wir auch in den Daten, spezifisch für Schülerinnen und Schüler, die Schulen besuchen, die in benachteiligten Stadtteilen liegen, weil dort sind die Ausstattungsverhältnisse in Bezug auf das digitale Lernen nochmals schlechter und auch im internationalen Vergleich nochmals schlechter. Also ich glaube, wir haben wirklich da einen Fokus drauf zu legen, das in Zukunft zu entgegnen. Wir sehen zudem auch, dass in benachteiligten Schulen seltener Luftfilteranlagen installiert wurden. Sie hatten auch seltener ein in Schule abgestimmtes Konzept für das Fernlernen. Sie hatten seltener Lernplattformen genutzt. Sie haben seltener Laptops und Tablets angeschafft jetzt auch. Also zusätzlich nochmal zu der Ausstattung vor der Fernlernphase ist auch das Abrufen aus dem Digitalpakt in benachteiligten Schulen geringer gewesen. Sie haben selten, auch nach der Phase des Fernlernens, seltener ausreichend ausgebaut das Internet und so seltene führen. Das heißt, also hier sehen wir doch starke Indizien dafür, auch aus unterschiedlichen Studien, dass die Rahmenbedingungen gerade in benachteiligten Stadtteilen für das digitale Lernen angegangen werden sollten und auch eine Schwierigkeit darstellen für die Kompetenzentwicklung gerade benachteiligter Schule, die so sehr darauf angewiesen sind, ausbildungsrelevantes Wissen in Schule zu erwerben, wohingegen Schülerinnen und Schüler aus privilegierten Familien oftmals das, was in Schule wichtig wird und was sie zum Lernerfolg führt, auch schon mit der Muttermilch sozusagen aufsaugen. Wir sehen zudem, dass wir in benachteiligten Schulen, wenn wir das in Deutschland im Vergleich anschauen, einen Mangel an qualifiziertem Personal haben. Also sie haben größere Probleme, qualifiziertes Personal anzustellen und auch zu halten vor allen Dingen. Wir haben mehr Seiteneinsteigende in Schulen in benachteiligten Lagen. Wir haben häufig wechselnde Schulleitungen. Ich habe ein Projekt gemacht in Nordrhein-Westfalen mit 40 benachteiligten Schulen,
im Ruhrgebiet und das Projekt lief in der Zusammenarbeit mit Schulen 3,5 Jahre, insgesamt 5 Jahre. Und innerhalb der 3,5 Jahre hatten wir 5 Schulen von den 40 Schulen, wo es keinen Schulleitungswechsel gab. Und Sie als Schulleitende wissen natürlich, was das bedeutet, auch für eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung in Schule. Und gerade in benachteiligten Schulen scheint das zusätzlich zu den Ausstattungsfragen ein Problem zu sein. Darunter leiden vor allen Dingen sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler, weil sie, das habe ich gerade schon angesprochen, möchte es aber nochmal betonen, gerade in Bezug auf digitales Lernen, aber auch andere Bereiche des Lernens wie metakognitive Strategien, das heißt die Fähigkeit, selbst regulieren zu lernen, was ja auch in der Fernlernsituation so wichtig war und aber auch in Zukunft, wenn wir davon ausgehen, dass Lernprozesse immer stärker auch digital geprägt und individueller werden, auch eine ganz wichtige Kompetenz ist, aber auch in Bezug auf bildungssprachliche Fähigkeiten, dass die benachteiligte Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen in der Schule und gerade für sie wären gute Ausstattungsverhältnisse und auch eine gute Personaldecke und eine gute Betreuung natürlich besonders wichtig. Das führt im Endeffekt zu dem Befund, dass das, was Schulen tun, also nicht nur in Bezug auf die Rahmenbedingungen, die sie haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich hoffentlich klar gemacht habe, auch in Bezug auf, also auch in Ansprache an Bildungspolitik und Bildungsverwaltung, aber auch was Schulen tun in ihrer Qualitätsentwicklung ist unheimlich wichtig, gerade in benachteiligten Lagen. Wir haben international Befunde, die zeigen, dass Qualitätsmerkmale und Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung, die systematisch gemacht wird und zielgerichtet auf die Lernförderung der Schülerinnen und Schüler gerichtet ist, unglaublich wichtiger ist in benachteiligten Schulen und für Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Familien. Und das ist nicht nur außerhalb der Pandemie so, sondern auch während der Pandemie und natürlich auch während des Fernlernens total wichtig. Und da schließe ich an mit meiner Studie, die wir durchgeführt haben in Zürich. Das einmal hier zur Stichprobe. Wir haben alle Stadt-Züricher Schulen untersucht. Das sind 100 Schulen und haben bei den Schulleitungen sehr guten Rücklauf von über 80% erreicht, bei den Lehrpersonen weniger, Schülerinnen und Schüler weniger und auch bei den Eltern noch mal weniger, aber insgesamt sind die Stichprobengrößen mit um die 1.000 bis 5.000 bis 6.000, 4.500 bis fast 6.000 doch relativ groß und wir haben vor allen Dingen, das ist wichtig, um die Ergebnisse einzuordnen, auch in Bezug auf schulleitende Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler, keine systematischen Verzerrungseffekte in Bezug auf privilegierte und benachteiligte Lagen. Das heißt, wenn ich hier keine repräsentative Stichprobe in diesen beiden Bereichen habe, beziehungsweise nicht so hohe Rücklaufquoten habe, kann man nicht davon ausgehen, dass es einen Verzerrungseffekt in Bezug auf die Themen gibt, die mich interessieren, nämlich das Verhalten der Schulen und die Reaktion der Schulen und die Einschätzung der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Fernlernen. Von daher werde ich diese Daten zu schulleitenden Lehrpersonen und Schülerinnen berichten. Die Daten von den Eltern werde ich nicht berichten, weil es hier systematische Verzerrungseffekte in Bezug auf die soziale Herkunft gibt. Das heißt, wir haben mehr Eltern aus privilegierten Verhältnissen, die an der Umfrage teilgenommen haben, als aus benachteiligten. Und hier haben wir in Bezug auf das Interessensgebiet dieser Studie, das heißt also soziale Benachteiligung, eine systematische Verzerrung. Und das werde ich nicht berichten. Zwei Fragen. Welche Erfahrungen haben Schülerinnen und Schüler während des Schweizer Lockdowns im Fernlernen gemacht und wie bewerten Sie diese? Und unterscheiden sich die Erfahrungen zwischen Schülerinnen und Schülern in Schulen unterschiedlicher sozialer Lage? Dazu muss man sagen, in der Schweiz und gerade in Zürich kann man sicherlich die sozialräumliche Benachteiligung nicht vergleichen mit der Situation im Ruhrgebiet, wo ich lange Zeit gearbeitet habe oder auch in einzelnen Hamburger Stadtteilen. Aber ich kann hier nur noch mal unterstreichen, wir haben ganz ähnliche Befunde, die auf die gleichen Strukturen verweisen, auch für Österreich und Deutschland in unseren anderen Teilstudien gemacht. Hier jetzt aber die Schweizer Daten für Zürich. Und wir sehen erstmal ein überraschendes Ergebnis für mich. Und zwar sehen wir haben hier in
Türkis immer die eher benachteiligt, also Schülerinnen und Schüler, die auf tendenziell benachteiligte Schulen gehen, und in Rot die auf durchschnittlich bzw. privilegierte Schulen gehen. Und wir sehen, dass gerade die benachteiligten Schülerinnen und Schüler signifikant häufiger angeben, dass es ihnen leichter gefallen ist, sich zu konzentrieren, dass sie sich endlich nicht mal gestört gefühlt haben von den Mitschülern, dass sie mehr Spaß am Lernen hatten, weil sie sich nicht andauernd vergleichen mussten und sich auch zufriedener gefühlt haben in der Schule und auch mehr Freude beim Lernen gehabt haben. Also das gilt vor allen Dingen für die benachteiligten Schülerinnen und Schüler, die also hier signifikant höhere Werte aufweisen. Trotzdem sehen wir auch, dass die benachteiligten Schülerinnen und Schüler sich mehr Sorgen gemacht haben. Also noch eine Einschränkung zu den Ergebnissen. Das sind natürlich die Ergebnisse aus dem ersten Schweizer Lockdown. Wir hatten ja nur einen, das heißt also Frühjahr 2020. Das kann natürlich sein, und das würde ich auch erwarten, dass diese Befunde gerade der Lernfreude im Fernlernen sich in der weiteren Pandemie sicherlich nicht mehr so gezeigt haben. Wir sehen ja auch Befunde zu psychosozialen Folgen, die für die Schülerinnen und Schüler schwierig geworden sind. Aber erstmal scheint es hier in der ersten Phase des Lockdowns so gewesen zu sein, dass es eigentlich auch eine Entlastung war für manche Schülerinnen und Schüler. Trotzdem sehen wir aber die Situation, dass sich gerade benachteiligte Schülerinnen und Schüler auch mehr Sorgen gemacht haben. Und zwar, einen Moment. Und zwar sowohl in Bezug auf die finanzielle Situation in der Familie, als auch darum, dass jemand aus der Familie krank werden könnte. Und hier sehen wir auch wiederum signifikant stärker die Sorgen bei den Schülerinnen und Schülern, die benachteiligte Schulen besuchen, im Vergleich zu allen anderen Schülerinnen und Schülern. Und das gleiche Bild zeigt sich auch in Bezug auf das schulische Fortkommen. Das heißt also, auch hier sehen wir wieder, dass die benachteiligten Schülerinnen und Schüler signifikant häufiger Angst darum haben, dass sie im Lernen den Anschluss verloren haben, dass sie viel Stoff nachholen müssen, dass die Leistungsentwicklung unter den Umständen der Schulschließungen leiden werden. Und dass sie auch glauben, dass andere Schülerinnen und Schüler mehr gelernt haben als sie. Also insgesamt eine Situation, die Schülerinnen und Schüler gerade aus benachteiligten Familien sowohl in Bezug auf finanzielle Sorgen, Krankheitssorgen als auch auf ihr schulisches Fortkommen als belastender wahrgenommen haben. Und das schon im ersten Lockdown als Schülerinnen und Schüler aus privilegierten Familien. Und wir sehen hier, habe ich nochmal eine Skala gerechnet, das schätzen Lehrpersonen auch ganz genauso ein. Also sie denken signifikant häufiger und auch mit einem großen nominellen Abstand, dass die Belastungen durch das Fernlernen für benachteiligte Schülerinnen und Schüler größer gewesen sind. Wie reagieren sie jetzt darauf? Das ist nur ein kleiner Unterschied, aber er ist hochsignifikant. Sie wenden sich emotional, also die Lehrpersonen, wie reagieren sie auf diese Einschätzungen, dass die benachteiligten Schülerinnen und Schüler mehr unter der Situation gelitten haben? Und sie reagieren darauf, indem sie sich emotional stärker zuwenden. Sie fragen also häufiger nach, wie es den Schülerinnen geht, wie die Situation in der Familie ist, und erklären auch häufiger in benachteiligten Schulen, wie es überhaupt zu Covid gekommen ist und warum jetzt alles anders ist. Also sie reagieren mit einer emotionalen Zuwendung, die auch sicherlich wichtig und richtig war. Aber was wir auch sehen, und das ist etwas, was man mindestens im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass wir systematisch in all unseren Untersuchungsländern, Deutschland, Österreich und in der Schweiz, sehen, dass sie gleichzeitig in benachteiligten Schulen damit reagieren, dass sie das Leistungsniveau absenken. Das heißt also, sie geben häufiger an, dass sie zufrieden sind, wenn die Schülerinnen und Schüler wenigstens einmal am Tag kurz mit Lerninhalten in Kontakt kommen. Sie wollen die Schülerinnen und Schüler durch das Lernen nicht noch mehr belasten und senken daher ihr Anspruchsniveau. Wohingegen die privilegierten Schulen und auch die durchschnittlichen Schulen viel stärker an den fachlichen Inhalten und am fachlichen Anspruchsniveau tatsächlich festhalten. Und das resultiert, wir haben keine Leistungsüberprüfungen in unserer Studie machen können, weil wir auch gar keine Leistungstests gemacht haben und auch gar keine Erlaubnis dafür hatten und auch keine Leistungstests vor Corona hatten und konnten daher auch, hätten auch gar nicht vergleichen können. Aber die Einschätzung ist schon, dass die Lehrpersonen
Lehrpersonen an den benachteiligten Schulen auch davon ausgehen, stärker davon ausgehen, häufiger davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler an ihren benachteiligten Schulen weniger gelernt haben während des Lockdowns, als das in normalen Zeiten der Fall gewesen sei und gewesen wäre. Und an privilegierten und durchschnittlichen Schulen ist das nicht so stark der Fall. Und wir sehen die gleichen Ergebnisse auch für Österreich. Hier habe ich nochmal eine Regressionsrechnung mitgebracht. Und das, was interessant ist, ist, dass das Anspruchsniveau an den Schulen nochmal am stärksten gesenkt wird, die, also das sind Berechnungen von Jesacher, Rösler und Klein, die österreichische Studie durchgeführt haben, dass die Erwartungshaltungen nochmal an den benachteiligten Schulen besonders heruntergefahren wurden, die starke Defizitorientierung hatten, die also davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Herkunft weniger imstande sind, zu lernen und sich zu entwickeln. Das heißt, bei gleicher sozialer Zusammensetzung haben diejenigen Schulen ihr Anspruchsniveau stärker gesenkt, die solche Defizitorientierungen haben und die denken, die Schülerinnen und Schüler können aufgrund ihrer Herkunft nicht lernen. Und warum ist das, kann das ein Problem werden? Natürlich, wenn wir wieder auf die Leistungsentwicklung, auch auf Leistungsmessungen, Prüfungen, zentrale Prüfungen, aber auch ganz normale Klausuren und Arbeiten schauen. Wenn natürlich im Fernlernen die eine Gruppe, und zwar die der sozial Benachteiligten, systematisch ein niedrigeres Anspruchsniveau erfahren haben und gleichzeitig darüber aber nicht reflektiert wird und auch die Prüfungen beispielsweise dann dementsprechend angepasst werden, kann hier natürlich eine zusätzliche Benachteiligung für die Schülerinnen und Schüler entstehen. Und das wünschen wir uns eigentlich nicht. Und das wäre sicherlich eine unintendierte Handlungsfolge, weil auch in qualitativen Interviews wir ganz klar merken, dass es absolut kein böser Wille oder keine willentliche Benachteiligung, also diese Strategie der Anspruchssenkung keine willentliche Benachteiligung auf Seiten von Schulen oder Lehrpersonen ist, sondern eher der Entlastung gilt. Aber es hat halt die unintendierte Handlungsfolge, dass wenn das nicht einkalkuliert wird in die weiteren Lernverläufe, dass dann zusätzliche Benachteiligung noch entstehen kann. Was haben wir denn überhaupt für Befunde zu etwaigen Scheren-Effekten? Ich habe Ihnen ja gerade schon gesagt, in unserer Studie konnten wir keine Kompetenzmessungen machen. Das heißt also, wir wissen nicht, wie die Leistungen sich entwickelt haben. Ich finde es doch trotzdem aber nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, was wir in dem Bereich überhaupt wissen, weil hier eigentlich auch solche Pauschalbeschreibungen, die ich oftmals höre, die Scheren-Effekte werden größer, gerade die benachteiligten Schülerinnen und Schüler haben besonders unter der Pandemie in ihrer Leistungsentwicklung gelitten. Die zeigt sich im Endeffekt mit Blick auf die Daten, die wir bisher für Deutschland haben, so nicht. Wir sehen zwar, also schon die ersten Studien des IFO-Instituts zeigen, dass es einen Unterschied gibt in der Lernzeit zwischen schwachen und starken Lernenden. Hier ist aber nicht die Unterscheidungsdimension soziale Herkunft, sondern starke und schwache Lernende. Wir haben leider in der Gruppe der sozial benachteiligten Schülerinnen und Schüler auch mehr schwache Lernende. Das heißt, es ist insgesamt eine größere Zahl, aber wenn man dafür kontrolliert, dann bleibt der Effekt des starken und schwachen Lernens übrig und nicht der sozialen Herkunft. Und da scheint sich also wirklich was zu tun, sodass ich auch wirklich nochmal darauf hinweisen möchte, da differenziert hinzuschauen und auch zu schauen, ob auch benachteiligte Schülerinnen und Schüler vielleicht auch vom Fernlernen profitiert haben können, indem beispielsweise ihre Art zu lernen oder auch sich selber zu strukturieren vielleicht auch unterstützt werden konnte durch das Fernlernen. Das heißt, da nicht so pauschal drauf zu schauen, weil die Leistungsstudien, die wir haben, und das sind leider im Moment nicht viele, es sind nur 8 im deutschen Sprachraum bisher, die also wirklich die Leistungsentwicklung vor der Pandemie mit Kompetenztestungen, mit dem Leistungsstand nach den Schulschließungen vergleichen können. Aber dort zeigt tatsächlich nur eine einzige Studie, dass es eine Vergrößerung des Abstands der Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern aus benachteiligten Familien und privilegierten Familien gegeben hat. 7 von 8 Studien können diesen Befund bisher nicht belegen. International ist das anders. Wir haben international ein anderes Bild. Dort zeigt sich also dieser vermutete Schereneffekt doch recht deutlich. Es kann also sein, dass es bei uns an den Daten liegt, also dadurch, dass wir viele Lernstandsmessungen auch ausgesetzt haben und nicht so viele Daten zur Verfügung haben, dass dieser
dieser Effekt sich erst später zeigen wird oder in anderen Studien, die jetzt angestellt zeigen wird. Aber im Moment haben wir ihn tatsächlich nicht. Wir haben, wie gesagt, nur eine von 8 Studien, die überhaupt eine Vergrößerung und dort auch nur in Mathematik, ich bin nicht ganz sicher, im Lesen oder in Mathematik nachzeichnen kann. 7 Studien zeigen das nicht. Aber insgesamt sehen wir, dass wir eine hohe Anforderung an Schulen in sozial benachteiligter Lage während generell, aber auch während des Fernlernens gehabt haben. Sie haben ein hohes Anspruchsniveau in Bezug auf ihr Reflexionsvermögen, beispielsweise in Bezug auf Stereotypen oder auch habituelle Passungsprobleme. Das heißt also, nicht davon auszugehen, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund der Art und Weise, wie sie sprechen, wie sie sich verhalten, weniger lernfähig sein. Das ist immer wieder eine Brücke, die überwunden werden muss. Und auch Zuschreibungen in Bezug auf Lernfähigkeit, Lernfreude, Motivation und so weiter müssen hinterfragt werden, um wirklich ein Growth Mindset zu haben und jede Schülerinnen und Schüler gut zu unterstützen. Sie müssen sehr innovationsbereit sein, kreativ sein, Kompensationsleistungen erbringen, gerade weil, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, für benachteiligte Schulen das Lernen in der Schule, für benachteiligte Schülerinnen und Schüler das Lernen in der Schule und die Qualität des Lernens in der Schule so unglaublich wichtig ist. Sie müssen dafür ihre Organisationsentwicklung, Schulkultur im Blick haben. Sie müssen adaptiv in der Unterrichtsgestaltung sein. Sie dürfen die Schülerinnen und Schüler eben nicht unterfordern und unterschätzen, so wie wir es in der Pandemie jetzt gesehen haben. Wir sehen in all unseren Studien, auch international, dass gerade das Glauben an die Leistungsfähigkeit und eine gute Diagnostik, eine gute Einschätzung der Lernfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, gerade in Bezug auf benachteiligte Räume, so unglaublich wichtig sind für die Leistungs- und Lernentwicklung. Sie sind gefordert in Bezug auf ihre didaktische Professionalität, wirklich Dinge gut didaktisch aufzuarbeiten und mit Schülerinnen und Schülern auch beispielsweise metakognitive Strategien, eigenverantwortliches Lernen, bildungssprachliche Kompetenzen aufzubauen. Das sind alles Herausforderungen, die gerade in benachteiligten Schulen eine große Rolle spielen und viele kommen dazu. Und nochmal zur Wiederholung, ich glaube, das habe ich schon gesagt, da kann ich auch aufgrund der Zeit drüber hinweg gehen, aber nochmal Schul- und Unterrichtsqualität, hohe Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler und ein Growth Mindset sind besonders wichtig. Und genau das haben wir eigentlich in unseren Studien leider in der Pandemie jetzt nicht gesehen. Was ergeben sich daraus für Handlungsfelder für Schulen und Bildungspolitik? Ich kann das so noch ganz kurz machen. Und zwar, erstens will ich sagen, Qualitätsentwicklung und Qualitätsmerkmale, guter Unterricht und gute Schule ist in Schulen in benachteiligten Lagen besonders wichtig. Aber das geht natürlich nur unter guten Rahmenbedingungen. Die Verantwortung dafür, auf Schulen alleine abzuwälzen, wird uns nicht weiterbringen, weil wir sehen in unseren Studien ganz, ganz klar, dass gerade benachteiligte Schulen beziehungsweise Lehrpersonen an diesen auf Überforderung, auf fehlende Unterstützung eher mit Externalisierung und es geht hier einfach nicht, die Schülerinnen und Schüler können nicht lernen, reagieren. Das heißt also, wir brauchen gute Strategien in der Schulpolitik, aber auch in der Familienpolitik, Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik und so weiter als Rahmenbedingungen für Schule. Schule sind wichtige Akteure in Bezug auf Bildungsungleichheit, aber es sind nicht die einzigen. Wir brauchen eine bessere Ausstattung in unseren Schulen, sowohl personell als auch in Bezug auf die Infrastruktur. Und da brauchen wir vor allen Dingen Lösungen für überschuldete Kommunen. Gerade im Ruhrgebiet ist das ein riesiges Problem, aber auch in anderen Bundesländern, dass die Kommunen, die überschuldet sind, das einfach nicht stemmen können. Und da brauchen wir irgendwie einen Ausgleich, weil es geht wirklich zu Lasten der benachteiligten Kinder. Wir brauchen endlich eine gute digitale Ausstattung und auch einen technischen Support dafür. Und da möchte ich wirklich nochmal, ich weiß, warum die Ausstattung auch daran gebunden, die digitale Ausstattung auch daran gebunden ist, ein Konzept zu entwickeln, was damit gemacht werden soll. Wir sehen aber, dass gerade benachteiligte Schulen, denen eh schon
ja, also die eh schon das Gefühl haben, das Wasser steht bis zum Hals, vielleicht gar nicht die Zeit oder die Muße haben, in Konzepte zu investieren, weil sie auch einen hohen Krankenstand haben und so weiter. Und ich glaube, es gehört eigentlich zum Menschenrecht und auch zum Schulrecht, dass digitale Infrastruktur da ist. Und wir wissen andererseits, dass gerade die Konzepte, die für die gerade große Konzepte oftmals eher für die Vitrine geschrieben werden, als dass sie tatsächlich pädagogische Handlungen in Schule beeinflussen. Und von daher würde ich wirklich dafür plädieren, da nochmal drüber nachzudenken, inwieweit man Schulen das nicht einfach so zur Verfügung stellt. Wir brauchen eine gute Weiterbildung, gerade in Bezug auf Digitalisierung, eigenverantwortliches Lernen, Umgang mit Heterogenität, Reflexion von Stereotypen und auch den Umgang mit sozialer Benachteiligung. Und wir brauchen dafür nicht nur die Schulen alleine, sondern einerseits die schulischen, die politischen Rahmenbedingungen, aber auch unsere Unterstützungssysteme müssen sich weiterentwickeln. Das heißt, Schulen gerade in benachteiligten Lagen brauchen da auch tatsächlich von Schulträgern, von Schulaufsicht Unterstützungsleistungen, die ihnen helfen, und die sie auch anstupsen, aber auch wirklich unterstützen dabei, sich zu entwickeln. Die nächste Folie überspringe ich und komme dann nur noch mal zur letzten und will nur noch einen kleinen Ausblick geben. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir noch mal darüber nachdenken, gerade in Bezug auf die Bildungssystementwicklung, welche Systemlogik wir eigentlich verfolgen wollen. Wir sind traditionell ein Bildungssystem, was eher davon geprägt ist, dass es dass die Aufsichtsfunktion, die bürokratische Ordnung im Endeffekt im Vordergrund steht. Und in den letzten 20 Jahren kommt aber in dieses System doch ein starker Qualitätsentwicklungsdiskurs rein, der eigentlich eher aus den USA ist. Und wir sehen, dass unsere Bildungsinstitutionen, auch die aufsichtlichen die Aufsichtsbehörden immer in der Zwickmühle zwischen Kooperation, Unterstützung und Kontrolle stehen. Und ich denke, dass wir ein Bildungssystem brauchen, wenn es in Richtung Qualitätsentwicklung die beste Schule für jedes Kind und auch die beste Schule für jede Lehrperson gehen soll, dass gerade die Unterstützungsfunktion viel stärker in den Fokus gerückt werden muss. Ich weiß, die Aufsichtsfunktion bleibt bestehen, aber ich finde, es müssen Lösungen gefunden werden, da eine gute Balance zu finden, beziehungsweise Schulen auch wirklich in ihren Rahmenbedingungen zu schaffen, sich selbst nicht nur autonom, sondern unterstützt zu entwickeln. Die Frage dabei ist, wer definiert Ziele? Ich bin davon überzeugt, dass unsere Lehrpersonen vor allen Dingen als gut ausgebildete und auch gut bezahlte professionelle Pädagoginnen im Endeffekt viel stärker auch gehört werden müssen, auch in die Wissensproduktion im Bildungssystem einbezogen werden sollten, auch was Fortbildungen angeht, was horizontale Wissensgenerierung in unseren Bildungssystemen angeht und dass sie dafür Raum, Zeit und auch eine Kultur brauchen. Eine Kultur, sich auszuprobieren, Fehler machen zu dürfen, aber auch Räume und Zeiten, um tatsächlich ihr Wissen zu teilen, weil das ist was wir in manchen Schulen, in den guten Schulen, in den innovativen Schulen in der Pandemie gesehen haben, wie viel da halt einfach auch aus dem Kollegium heraus gewachsen ist, wo es Mikrofortbildungen, Barcamps gab, wo Wissen geteilt wurde, wo wirklich so eine netzwerkartige Struktur der Wissensgenerierung stattgefunden hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir dieses Learning, was in vielen Schulen stattgefunden hat, wo Schulen positive Erfahrungen mitgemacht haben, auch tatsächlich rüber retten könnten in unsere strategische Bildungssystementwicklung und gerade unsere Lehrpersonen und Schulleitenden als Schätze unseres Bildungssystems mehr zu heben und ihnen mehr Unterstützung, aber auch Freiräume zuzugestehen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Ich habe niemanden gesehen, aber ich hoffe, Sie haben mich gut verstanden und gehört und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, Frau Bremm, ob Sie den Applaus jedenfalls noch gehört haben. Sie hören ja gar nichts, ne? Das ist irgendwie doof. Ich höre was? Ich höre Sie, aber jetzt sehe ich Sie. Vorhin war es nur schwarz. Aber alles klar. Ich klatsche nochmal für Sie. Wow, das war ein Feuerwerk an Impulsen, an Daten und auch wirklich an neuen Impulsen und an Daten. Und wir haben auch eine kleine Rückmeldung aus dem Chat, die würde ich Ihnen auch gerne noch zur Verfügung stellen. Auch wenn wir etwas mit der Zeit schon drüber sind, bitte ich Frau Slifka um einen Hauch Geduld noch. Ina, magst du einmal
Genau, wir haben einmal ganz viel herzlichen Dank an Sie, Frau Bremm, aus dem Chatverlauf. Wir haben die Frage von zwei Teilnehmern, ob Sie die Erkenntnisse weiterleiten können. Einmal hat Frau von Ilsemann gefragt, ob Sie die an die Robert-Bosch-Stiftung in ein Entwicklungsnetzwerk mit einspeisen kann. Und dann kam auch der Hinweis, dass das doch allen Verantwortlichen, vor allen Dingen auch in Hamburg, in der Hamburger Straße, zur Verfügung gestellt werden sollte. Und wir haben noch eine Frage, Frau Bremm, und zwar haben wir heute Vormittag eine Schülerin hat einen Bericht aus ihren zwei Lockdown-Erfahrungen gebracht und sie hat und wir haben uns jetzt eben gerade auch gefragt, Mila Petri hat von hohem Leistungsdruck berichtet, Simon Schnetzer gestern Abend in seinem Eingangsvortrag auch, den also subjektiv Schülerinnen und Schülern empfinden, dass dieser Leistungsdruck höher sei im Lockdown und auch nach dem Lockdown als vorher. Wie bringen Sie das in Zusammenhang mit Ihren Ergebnissen? Ja, also ich dazu kann ich nichts sagen. Also ich denke, ich kann ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, diesen erhöhten Leistungsdruck sieht man sicherlich in den Befunden in Bezug auf die größeren Sorgen, die die Schülerinnen und Schüler sich machen. Ne? Also das ist ja ganz klar. Und gerade, also alle Schülerinnen und Schüler machen sich über dem Mittelwert der Skala größere Sorgen. Ja, das heißt also, sie machen sich mehr Sorgen und dann aber die Benachteiligten auch noch mal mehr. Und nicht nur um ihr schulisches Fortkommen, sondern auch um persönliche Bereiche, aber gerade um ihr schulisches Fortkommen. Also ich glaube, das steht schon im Zusammenhang damit. Um die Strategie der Absenkung des Leistungsniveaus nochmal einzusetzen, ich hatte es während des Vortrags schon gesagt, ich halte es menschlich für eine absolut richtige Strategie, wenn ich merke, die Schülerinnen und Schüler sind überfordert, tatsächlich dann auch zu sagen, wir gehen mit dem Anspruchsniveau herunter. Aber es muss Folgen haben für die zukünftigen Entscheidungen, die für die Schülerinnen und Schüler getroffen werden. Es muss Folgen haben für die Unterrichtsgestaltung danach und es muss Folgen haben auch für Prüfungen, die Kinder ablegen müssen. Das heißt also, wenn das nicht mitgedacht wird, dass systematisch anscheinend in benachteiligten Schulen das Anspruchsniveau gesenkt wurde und sie genauso behandelt werden wie alle anderen Schülern, bei denen in deren Schulen das nicht der Fall war, dann ist natürlich das Potenzial da, größere Ungleichheit zu gestalten. Es geht. Und ich möchte das nochmal betonen, ich glaube, es ist auch bei den allerwenigsten Lehrpersonen, ich würde fast sagen, bei keiner Lehrperson, das Motiv dahinter, Schülerinnen und Schüler bewusst zu benachteiligen. Das ist eine Reaktion auf eine antizipierte Situation, die sicherlich auch nochmal medial verstärkt wurde durch extreme Bilder von Benachteiligungen und von fehlenden Ausstattungsverhältnissen, Vermutungen von fehlender Ausstattung in den Familien. Aber sie hat Konsequenzen für das, was Schülerinnen und Schüler danach leisten müssen und vielleicht nicht leisten können. Und da wir leider ein Bildungssystem haben, was auf Leistung vor allen Dingen ausgerichtet ist, das ist eine andere, ganz andere Diskussion, die ich gerne führen möchte und auch an vielen anderen Stellen führe. Aber für die Chancen der Schülerinnen und Schüler ist das konsistent zu denken, glaube ich, ganz, 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 ganz relevant. Dankeschön. Gibt es aus dem Plenum noch etwas? Sehe ich im Moment gerade nicht. Wir danken Ihnen für diese Anregung. Auch schon Ihre Einführungsfolien, Frau Bremm, da wurde mir ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt, als Sie das nochmal so deutlich formuliert haben, wie groß die Bildungsbenachteiligung vor allen Dingen auch in Deutschland ist. Und ich glaube, wir haben unseren Hausaufgabenzettel heute schon ganz gut gefüllt und jetzt steht da noch eine Riesenhausaufgabe drauf, um die wir uns kümmern müssen. Und auch wir als Unterstützungssystem müssen uns unseren Schuh anziehen. Das ist uns sehr wohl bewusst. Ganz herzlichen Dank nach Zürich. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und das nächste Mal hoffentlich live und nicht nur in Farbe online. Dankeschön. Viel Spaß noch, ne? Tschö. Jo, dankeschön. Tschüss.